Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es mal eine Prognose und Fazit zu Crypto.com. Viel Spaß beim Schauen. Wenn du mich schon ein wenig länger verfolgst, dann weißt du, dass ich ein riesen Crypto.com-Fan war. Ich mag die App, ich mag das Unternehmen an sich. Auch wenn natürlich die Gebühren hier ein wenig teurer sind, fand ich, lieber bezahle ich ein paar Gebühren mehr und habe alles in einer App, übersichtlich, einfach, anwenderfreundlich und mit dem großen Vorteil natürlich von der Cashback-Karte. Die Cashback-Karte war natürlich auch das Nonplusultra, warum ich und wahrscheinlich auch viele andere überhaupt zu Crypto.com gewechselt haben, denn mit dieser Karte hattest du wirklich sehr coole Vorteile und damals auch die besten auf dem Markt. Du hattest zum Beispiel bei der kostenlosen Karte 1%, somit konntest du definitiv nichts falsch machen. Selbstverständlich war es für Crypto.com ein Minusgeschäft, deswegen verstehe ich auch, dass diese Karte so nicht mehr existiert. Für 350 Euro gab es dann aber schon die 2%, was definitiv einfach ein Verkaufsschlager war, weil das eine Summe ist, die sich viele leisten können und natürlich auch gerade mit dem Spotify-Vorteil für sehr viele sehr sinnvoll war. Auch das Staking war natürlich sehr gut. Beim Staking kann man sagen, es ist immer noch Durchschnitt, denn viele Börsen haben inzwischen ihre ganzen Rewards angepasst. Es ist einfach Bärenmarkt und somit kann man nicht wild mit Geld um sich schmeißen. So fair müssen wir sein, aber die Gebühren, die teilweise auch sehr untransparent sind, schrecken viele ab und das verstehe ich auch, weil es einfach zu teuer ist. Wenn du einfach mal natürlich einerseits zu Binance schaust, wo du nur 0,1% zahlst oder vielleicht auch zu anderen Börsen wie FTX und Co., wo du sehr wenig zahlst, ist Crypto.com einfach Wucher. Und das Allerschlimmste ist, wo man sagen kann, okay, ich möchte eine App haben, wo alles drin ist, wo alles funktioniert, weil ich hier die Karte nutze. Auch die Karte ist inzwischen einfach nicht mehr das, was sie war. Ich verstehe, dass man einiges anpassen muss. Ich verstehe, dass man einiges vielleicht auch kürzen muss, weil man einfach hier Minus macht. Deswegen bei der blauen Karte bin ich voll dabei. Ich persönlich hätte das vielleicht auf 0,1 oder vielleicht sogar auf 0,5 gekürzt, hätte das Ganze aber dann zum Beispiel auf 5 Dollar oder ähnliches begrenzt. Einfach nur, damit man A, Kunden lockt und B, die Kunden auch dazu animiert, die weitere Kartenstufen irgendwie anzustreben, weil man sagt, okay, schau mal, du bekommst hier pro Monat 5 Dollar. Das heißt, nach 10 Monaten hast du schon 50 Dollar, dann fehlen nur noch 30 Dollar. Wenn du das Ganze zum Beispiel auf die 5 Dollar limitierst, dann hast du hier nach einem Jahr 60 Dollar, das heißt, es fehlen dann nur noch hier von den Dollar gesehen, 400 brauchst du ja dann eigentlich nur noch 340 und dann heißt es, okay, komm, ich investiere ein bisschen was und dann hast du hier vielleicht die Kunden zu der Ruby's Deal gelockt. Aber das Ganze lohnt sich einfach eigentlich nicht mehr, denn du musst 350 Dollar investieren, was ja noch okay ist. Du bekommst 6 Monate Spotify, was 60 Euro wären in dem Fall. Ja, das heißt, du hast dann sozusagen 290 investiert. Wenn du gut bist und viel ausgibst, kann es sein, dass du hier sozusagen schnell dein ROI erreichst und einfach hier davon profitierst. Bei der Ruby's Deal lasse ich mir noch alles wirklich eingehen. Alle anderen Karten sind unverhältnismäßig, denn für 3.500 Euro bekomme ich 2%, was auf 50 Dollar begrenzt ist und auch hier habe ich die Limitierung auf jeweils 6 Monate. Das heißt, es sind ungefähr hier 120. Netflix ist meistens ein bisschen teurer, lass es 150 Euro sein. Ja, das ist einfach nichts im Verhältnis. Die anderen Karten haben hier bessere Prozente und sind nicht mehr limitiert, aber wer von dem Otto Normalverbraucher kann und will 35 Dollar bei Crypto.com staken. Wir haben es gesehen, wir sind hier in den letzten Monaten von dem Höchstpreis bei den 90 Cent auf jetzt inzwischen um die 10 Cent gefallen, haben also in dem Bärenmarkt um das Neunfache verloren, was natürlich wehtut. Das heißt, du hast aus deinen 3.500 inzwischen deutlich weniger und es ist die Frage, wie geht es weiter? Bevor wir zu der Frage kommen, noch einmal ein kurzer Abstich natürlich hier in unsere Lieblingsabteilung und zwar die Partner. Du weißt, Crypto.com ist eine Prestigefirma. Die mögen es, überall dabei zu sein, wo es teuer ist, wo viele Fans sind. So haben sie eben das Stadion von den LA Lakers, die sind bei der FIFA-WM dabei, Formel 1, UFC, Paris Saint-Germain und. Es gab auch inzwischen News, wo sie scheinbar dasselbe erkannt haben, dass sie sich da überkalkuliert haben.
haben. Das, was ich schon vornherein gesagt habe. Es ist okay, wenn du Werbung machst. Es wäre aber sinnvoller, Werbung zu machen. Irgendwo, wo die Leute mehr angesprochen werden und vielleicht das Ganze auch günstiger ist. 20 Millionen hier für so eine Arena rauszuschmeißen, meiner Meinung nach, ist nicht verhältnismäßig. Für die 20 Millionen tue ich lieber Mundpropaganda machen. Das heißt, ich lasse die Prozente, wie sie sind. Ich erhöhe sogar vielleicht wieder den Bonus von den $25 auf $50 und sage, hey, werbt mir Leute. Und auf jeden Geworbenen gibt es zum Beispiel nochmal ein paar Dollar mehr. Das heißt, der erste gibt $25, beim nächsten gibt es schon $50, beim übernächsten $75 als Beispiel. So würdest du viel mehr Kunden anlocken, viel mehr Kunden, die auch für dich den Umsatz machen, als dass du irgendwo komische Werbung. Klar, es wird auch steuerrechtliche Gründe haben, aber dann mach einen Werbespot, dann mach irgendwas, aber dann ballerst du 6 Millionen für den Super Bowl Werbespot raus und ganz ehrlich, der Werbespot war einfach für die Tonne. Er war weder lustig, noch cool, noch sonst irgendwas, da habe ich echt mehr erwartet. Das soll jetzt alles nicht zur Diskussion stehen, es ist wie es ist, sie haben gemerkt, dass sie sich verkalkuliert haben, sie haben jetzt scheinbar einige Verträge nicht mehr erfüllen können, teilweise werden jetzt auch manche Sachen gestrichen oder auch teilweise ein bisschen zurückgerudert, finde ich richtig, so soll es auch sein, aber ich sehe hier für die Zukunft ein Problem. Es wird wie in dem letzten News-Video berichtet, für zum Beispiel die Schweizer einfach unlukrativ mit der Karte, weil sie natürlich nicht in der EU sind und dazu sowieso noch in einer anderen Währung zahlen und somit jetzt hier die Gebühren für die anfallen. Das gleiche gilt natürlich auch für Polen und viele andere Länder, die natürlich die nicht im Euro oder im Pfund bezahlen. Somit hast du natürlich auch hier wieder einen großen Kundenverlust, der irgendwo anders hingeht. Und es gibt immer mehr Konkurrenten wie Plutus, Hi.com, vielleicht auch Nexo und auch Binance, die einfach hier einiges besser machen. Und Binance ist ein Stichpunkt. Sie haben zum Beispiel jetzt den bekannten FBI-Agenten mit ins Team geholt, der sich mit Cyberkriminalität und mit Geldwäsche auskennt, was natürlich ein sehr großer Mehrwert ist. Wir wissen, die streben es an, in Deutschland eine Lizenz zu erhalten. Dann wird Binance auch auf Deutsch. Dann wird Binance nochmal mehr angesehen. Dann gibt es noch weniger Probleme. Und dann wird Binance definitiv wieder einen großen Sprung nach vorne machen, obwohl sie ja jetzt schon die größte Börse sind. Dementsprechend rutscht Crypto.com meiner Meinung nach immer weiter nach hinten, so wie sie es eben auf dem Chart hier auch machen. Sie waren schon deutlich weiter vorne mit dabei. Sie rutschen jetzt hier nach hinten, inzwischen auf Position 26. Wenn Bullrun ist, wird Kronos bzw. deren Münze hier wieder bessere Preise sehen. Die Frage ist, was für Preise werden wir sehen? Im besten Fall erreichen wir natürlich wieder das All-Time-High, aber ich bin hier ein wenig hin und her gerissen. Denn einerseits werden natürlich im Bullrun viele All-Time-Highs gesetzt. Auf der anderen Seite hast du bei Crypto.com diesen Zwiespalt zwischen. Es gibt sehr viele Kunden, die enttäuscht sind und sehr viele natürlich, die dann neu dabei sind und mitmachen wollen. Das heißt, sobald ein enttäuschter Kunde sein ROI erreicht hat, beziehungsweise sein Einkaufskurs erreicht wurde, wird er seine Münzen abstoßen, damit er wieder das Geld hat und wird schauen, dass er sein Geld woanders investiert und wird so von Crypto.com auf kurz oder lang verschwinden. Auf der anderen Seite wird es natürlich neue Kunden geben, die sagen, ey, cooles Projekt, coole Karte, ich will da einsteigen und die werden das Ganze kaufen. Dementsprechend wird es meiner Meinung nach ein starker Kampf zwischen, es wird steigende Kurse geben, aber auch sehr viele, die verkaufen werden. Bei mir wird es genauso sein, sobald mein Einkaufspreis erreicht wird, am besten ein bisschen drüber, dann werde ich den Großteil meiner Münzen abstoßen. Aus dem einfachen Grund, weil ich enttäuscht bin und weil ich auch als Kunde so mit mir nicht umgehen lasse. Denn wir haben jetzt zu viele Kürzungen in zu kurzer Zeit gesehen. Wir haben auch gesehen, dass Crypto.com einfach falsche Prioritäten hat und die Prioritäten sind die reichen Kunden. Das siehst du an den Karten und vor allem natürlich auch hier die Werbekampagnen, die mir einfach nicht gefallen. Dementsprechend bin ich einfach mal gespannt, wie es mit Crypto.com hier weitergeht. Wir brauchen, wie gesagt, nicht drüber reden, dass es hier auf jeden Fall wieder in die Höhe geht. Sobald es aber hoch geht, bin ich raus und werde dann einfach andere Karten nutzen. Ob es Binance ist, ob es Nexo ist, ob es hoffentlich Hi.com ist, das werden wir sehen. Und zu Hi.com habe ich einige Videos gemacht und auch da habe ich erwähnt, selbstverständlich locken sie nur die Kunden. Aber wenn du jetzt günstig für $350 deine silberne Karte mit 5% bekommst und sie irgendwann hingehen und das Ganze auf 3% kürzen oder auf 2% kürzen, dann bist du immer noch besser als bei Crypto.com. Dementsprechend habe ich da sehr viel Hoffnung drin. Ich werde auch noch andere Karten vorstellen, aber so viel zum Thema Kronos. Es wird hochgehen, es wird aber ein schwerer Kampf, denn viele werden abstoßen. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was machst du, sobald dein Einkaufskurs erreicht wurde? Wirst du auch abstoßen? Wirst du noch weiter aufstocken? Willst du die nächste Kartenstufe erreichen?
sprechen oder bist du genauso enttäuscht? In dem Sinne soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir wie immer gefallen und wenn dem so ist, dann lass mir gerne ein bisschen Support und Liebe da und dann sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.